Seit wir unsere Variante 65 namens Karat im letzten Jahr gekauft hatten, träumten mein Sohn Joris und ich davon, einmal auf eigenem Kiel in See zu stechen. Es sollte einmal rund Rügeln gehen und so fuhren wir am 15. Juli nach Neuhof zum Kranen. Ein Liegeplatz war schnell gefunden. Nach einer knappen Stunde stand der Mast und unsere Karat war segelklar. Am nächsten Morgen ging es nach einer kurzen Stärkung bereits früh los. Die erste Etappe führte uns von Neuhof nach Kloster. Da wir im Strelasund zunächst gegen den Wind nach Stralsund mussten, konnte der neue Außenborder zeigen, was er kann. Die Brücke in Stralsund öffnet bereits um 8.20 Uhr, daher das frühe Aufstehen. Als wir Stralsund hinter uns gelassen hatten, konnten wir endlich zum ersten Mal die Segel setzen. Es war richtig toller Segelwind, 4 bis 5 Windstärken aus Ost. In der Landabdeckung östlich von Hiddensee fuhr die Varianta wie auf Schienen durchs Fahrwasser. So waren auch mit zweitem Reff 5,5 Knoten drin. Unser erster Hafen Kloster ist gleich einer der schönsten Häfen auf unserer Reise. Er liegt sehr geschützt im Norden des Fitterbotten und hat eine tolle Atmosphäre, nicht zuletzt durch das direkt am Hafen gelegene Hotel Hitte. Er empfing uns aber auch mit bestem Sommerwetter und einem super netten Hafenmeister, der uns schon beim Einlaufen einen tollen Liegeplatz zuwies, quer über zwei Boxen ganz vorne am Steg. Wir haben das jedenfalls genossen und direkt darauf angestoßen, wie es sich gehört. Kloster ist ein sehr schöner Urlaubsort, den wir unbedingt auch zu Fuß erkunden wollten. Auf der Westseite von Hiddensee waren ordentlich Wind und Wellen. Bei einem Spaziergang zum Leuchtturm Dornbusch konnten wir eine tolle Aussicht auf Hiddensee genießen. Insgesamt war das ein sehr gelungener Auftakt zu unserer Reise. Als nächstes stand uns ein vermeintlich kniffliger Teil bevor, die Rundung des Kap Arkona, nachdem es mehrere Tage ordentlich geweht hatte. Es stellte sich aber heraus, dass die Varianta sehr brav und gutmütig durch die Wellen von Achtern fuhr. Nur Joris litt ein wenig unter dem Kurs. Ansonsten war es aber sehr entspanntes Segeln und am Kap Arkona wurden wir durch den tollen Anblick belohnt. Schade, dass sich die Sonne nicht blicken ließ. Schon von weitem konnten wir das Ziel unserer heutigen Etappe sehen, den kleinen Hafen Lohme. Auch in Lohme waren wir wieder der kleinste Segler und konnten ganz vorne an den Steg. Interessanterweise lag direkt neben uns ein ähnlich kleines Boot, das auch noch genau wie wir vom Plöner See kam. So klein ist die Welt. Weiter ging es nach Sassnitz. Nur ein kurzer Schlag, denn es herrschte absolute Flaute.
Es war so ruhig, da konnte der Motor auch mal von alleine fahren. Nachdem wir die Sassnitzer Kreidefelsen ausreichend bewundert hatten, kamen wir schließlich im Hafen von Sassnitz an. Am nächsten Tag sollte es nun endlich in den Greifswalder Bodden gehen. Wir hatten uns für Gaga als Ziel entschieden. Es herrschte herrlichstes Sommersegelwetter und wir haben es sogar geschafft, einen wesentlich größeren Mitsegler seit Sassnitz in Schach zu halten. Gaga ist landschaftlich wunderschön gelegen und in einem Hafen namens Gaga darf ein Schiff namens Lady Gaga natürlich nicht fehlen. Unsere letzte richtige Etappe ging einmal quer über den Bodden zurück in den Strelasund. Wir wollten aber noch nicht gleich zurück zum Kran und machten uns auf den Weg nach Gusto. Der letzte Abend auf Tour. Ein Rührei vom 50 Jahre alten Spirituskocher, eine Runde Billard und schon war es Zeit, sich auf den Heimweg zu machen.